Okay, von den Göttern verlassen. Es ist hier abgegangen. Ich bin hier hingerissen. Und dann kamen wir direkt zum Movie. Guck mal hier, hier ist eine Quest, die man annehmen kann. Hallo, was hast du zu sagen? Hippokrates, gut, dass du hier bist. Wirklich? Sieh dich doch mal um. Athen steht vor dem Untergang. Was glaubst du, was dahinter steckt? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass sie völlig unvoreingenommen tötet. Reiche, Arme, Philosophen oder Bauern. Und ich kann nur hilflos zusehen. Was passiert mit den Erkrankten? Nässende Pusteln und Ausschläge, hohes Fieber, blasse, schwitzende Haut. Viele sterben in ihren eigenen Exkrementen. Kann man denn gar nichts machen? Ich versuche, das Leid zu lindern, wo ich kann. Die Seuche verbreitet sich über die Ausdünstungen der Opfer. Ich bin mir sicher, die Leichen müssen verbrannt werden. Dein Mitgefühl für die Menschen hat mich immer inspiriert. Leider ist Mitgefühl mittlerweile alles, was ich geben kann. Jetzt zeigen mir die Götter, wie arrogant ich geworden war. Wir sind nur Sterbliche und den Göttern gefällt es, uns immer wieder daran zu erinnern. Ich brauche Hilfe beim Verbrennen der Leichen, Cassandra. Fanatiker machen die Straßen unsicher und halten mich von meiner Arbeit ab. Was für Fanatiker? Die Anhänger des Ares, abergläubische Narren. Sie halten das Verbrennen von Leichen für ein Sakrileg und griffen mich an. Ist das zu glauben? Ja, helfe ich mal, aber ich hoffe, ich werde nicht krank, ey. Diese Anhänger des Ares beunruhigen mich nicht. Ich helfe dir mit den Leichen. Junge, was geht mit dir? Zwei auf einen Streich. So, hier aufheben. Ah, Körper werfen. Die Stadt ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Mögest du sicher zu Hades gelangen. Ja, die sollte man natürlich nicht anpassen. Das ist eine Krankheit, Leute. Das hat damit zu tun, dass wir hier killen. Also Versorgung behalten ist halt nicht so der Burner, ne? Ich schmeiß alle auf einen Haufen. Noch eine Leiche vor den Fanatikern gerettet. Ich bin nicht verfügbar. So, ja, der ist abgeschlachtet. Bevor die sich da hier. Bevor die Leichen klauen und sie auf andere werfen, um die anzustecken. Schlimmer wird es hoffentlich nicht. Einer noch da oben. So, 23k, ein paar vertragene Leichen. Aber auch ein hohes Risiko, ne? Ist Risikoeinsatz gewesen. Boah. Ich schreibe einen Anruf. Wird wahnsinnig. So, was ist die Hauptaufgabe? Die Hauptaufgabe war, mich hier hinzubegeben. Ja, da bin ich hin. Jetzt, von den Göttern verlassen, das war, glaube ich, die Mission. Ja. Ja, schlecht grad. Oh, ich beinahe. So, ich muss. Einfach nur in die Richtung? Okay, reicht schon. Stimmt wieder ein Film. Cassandra, du bist zurück. Was machst du denn hier? Steck dich doch nicht an, Mann. Warte, wohin? Ich bin bald zurück. Wir sehen uns bei Aspasia. Manchmal glaube ich, du bist mir viel zu ähnlich.
Freunde, ich weiß, den kennst du. Nein, nicht Sokrates. Nein. Oh Gott. Kassandra, schön, dass du wieder da bist. Ich hasse dich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wer nicht der Seuche erlag, rennt wild durch die Straßen. Der Tod geht umher und das ist nur eine Warnung. Wir haben die wahre Krankheit zu lange ignoriert. Kleon! Wie kannst du dich in solchen Zeiten um ihn sorgen? Wenn er herrscht, verlieren wir den Glanz und die Freiheit, die Athen groß gemacht haben. Es wird Zeit, meinen Worten Taten folgen zu lassen. Wie? Ich sag Bescheid, wenn mir was einfällt. Begreif, dass Perikles ein kranker Mann ist. Werf ihm das nicht vor. Werf ihm vor, dass er diesen Fluch über unsere einst so große Sache hat. So. Was ist das? Sokrates und Kleon. Ach, wir reden jetzt mit Kleon. Warum versucht zu greifen? Kleon, go. Was passiert? Oh, Kassandra. Du bist zurück in Athen. Was davon übrig ist. Unsere Welt zerfällt unter unseren Füßen. Ich hätte nicht mit Sokrates reden müssen. Oh, wie doof. Traurig. Aber dich hat es nicht umgebracht. Das stimmt. Doch alles, was Perikles aufgebaut hat, wird zerstört. Draußen herrscht das Chaos. Die Menschen vergessen, was es heißt, menschlich zu sein. Ich muss mit dir reden. Ich fand einiges über meine Mutter heraus. Ihren Namen, ihr Schiff. Kassandra, jetzt ist nicht die Zeit. Perikles liegt im Sterben. Er weist mich ab und lässt Hippokrates nicht zu sich. Er plappert nur noch von seinem kostbaren Parthenon. Ich kam nur deshalb zurück nach Athen, um mit dir über Myrine zu sprechen. Deine Mutter wird auch morgen noch leben. Mein Liebster wird keinen Sonnenaufgang mehr sehen. Ja, ihr habt viele Nächte gemeinsam verbracht. Ich verbrachte meine allein. Oh. Perikles braucht einen Arzt und mich wird er nicht zu sich lassen. Dich respektiert er. Könntest du zu ihm gehen? Ich versuch's. Wenn du es tust, nehme ich mir die Zeit und wir reden über deine Mutter. Doch erst braucht er deine Hilfe. Einverstanden. Das geht die ganze Zeit so hin und her. Ich hätte jetzt eigentlich... Na, ich wäre jetzt nicht eingeknickt. Ich hätte jetzt gezwungen oder sonst hier umgebracht. Meine Güte. Seit Stunden geht das so. Ja. So, hier, Yalla, mal rauf. Was passiert, mein Stern? Ich sagte doch. Ich bin's, Kassandra. Ja, tritt ein. Ja, tritt ein. Alter! Es ist mir peinlich, dass jemand mit deiner Stärke mich so sehen muss. Ja, du siehst nicht gut aus, Alter. Ich gebe zu, du siehst nicht besonders gut aus. Und genauso fühle ich mich auch. Ich bring dir Medizin. Ach ja, meistens kommt Phoebe, um sie mir zu bringen. Wenigstens lebe ich noch. Auch wenn ich von meiner Stadt nicht dasselbe sagen kann. Sie ist ein Schatten ihrer selbst. Nun, jetzt wird sie Kleon gehören. Er muss sie aus diesem traurigen Zustand befreien. Ja, ja. Ich möchte es mit eigenen Augen sehen. Gehen wir auf den Balkon. Vieles hat sich verändert. Boah. Ich kann mich nicht mal gerade Regen, halten, Alter. Um den Tod stolz ins Gesicht zu sehen. Ob das Fluss ist. Du wirst schneller gesund werden, wenn du Hippokrates zu dir lässt. Meine Zeit ist gekommen. Vor der Seuche sind alle gleich. Ich habe Athen enttäuscht. Das Volk. Was passiert? Nein, hast du nicht. Es ist nett, aber falsch. Aspasia muss beschützt werden. Ebenso Athen. Ich dachte, ich hätte Athena genug geopfert. Aber anscheinend nicht. Ich sollte dort auf den Straßen sein. Du würdest überwältigt. Es wütet ein Mob und Kleon tut nichts, um ihn zu besänftigen. Den Göttern sei Dank, dass Kleon mich nicht so sieht. Doch für mehr kann ich ihnen nicht danken. Sie haben mich verlassen. Ah.
Ja, ich glaube halt nicht an die Götter, was soll ich da sagen? Die Götter sind ganz sicher nicht in Athen. Ich erkenne die Stadt kaum wieder, sie sieht aus wie der Tartarus. Athens Schicksal ist besiegelt. Jetzt können wir nur noch warten. Du solltest wieder hineingehen. Du brauchst Ruhe. Wo ich hingehen sollte, ist in dem Parthenon mein größtes Vermächtnis an Athen. Wir brauchen den Segen der Götter. Aber Aspasia... Aspasia hat recht. Das hat sie meist. Doch dieses Mal nicht. Ja, ich gehe hinein. Hab Dank, Cassandra. Sag meiner Aspasia, ich hätte brav die Medizin genommen. Na gut. Ja, ich mache alles, dass ich jetzt endlich mit meiner Mutter mal sprechen kann. Ja, über meine Mutter. So, und da. Zack. Herikles ließ mich ein. Er nahm die Medizin ohne zu murren. Vielen Dank. Stimmt etwas nicht? Ich hätte Phoebe längst zurückerwartet. Ich sah sie in der Menge draußen. Hast du sie irgendwo hingeschickt? Ich schickte sie zu Anastasios, um eine Fähre zu suchen. Sobald Perikles wieder stark genug ist, verlassen wir Athen. Wir müssen. Und nun machst du dir Sorgen. Bestimmt ist alles in Ordnung. Aspasia, es grassiert eine Seuche. Du weißt, was los ist. Sie ist noch ein Kind. Zoll ihr den Respekt, den sie verdient. Sie ist kämpferischer, als ich es in ihrem Alter war. Ich sagte Perikles, dass der Kult in Athen ist. Es ist zu gefährlich. Der Kult? Ich dachte, da spreche die Krankheit aus ihm. Ich werde nach ihr suchen. Wo ist Anastasios Haus? Es liegt gegenüber vom Odeion des Perikles. Schere. Ja, die Kleine hol ich gleich direkt zurück. Gibt's ja nicht sowas. Mann. Götter, helfen mir. Nichts geht mir.